Wir brauchen ja noch ein paar Tierchen für Nook. Vielleicht kriegen wir dann die Schaufel. Was kommt raus? Noch ein Flossbarsch. Kann man die eigentlich essen oder so? Jetzt habe ich den direkt auf den Fisch geschmissen. So, ja. Oh, ein kleiner Fisch. Ja, ein Barschmerle. Das Leben im Bach ist beschmerlich. Immer diese Sprüche dazu. Hier ist noch einer. Komm raus, komm raus. Noch eine. Oh, ich kann die mehr tragen. Ja gut. Gut. Dann lagern wir erstmal ein paar Sachen hier. Ich weiß, wir haben nicht viel Platz. Im Zelt. Klar, wir machen im Zelt erstmal ein Feuerchen. Kann ich da eigentlich einen Fisch drauflegen? Präsentieren. Okay. Platzieren. Na gut. Wir lassen das offene Feuer einfach mal an. So, jetzt gehen wir mal wieder zu Nook. Wir haben ja jetzt schon wieder zwei Tierchen. Ich möchte nur die Schaufel noch hinkriegen. Oh, ich sehe gerade, der Part neigt sich auch schon dem Ende. Mal sehen. Hier, ich habe wieder zwei Tierchen für dich. Ja. Ich habe einmal so einen Flussbarsch, guck. Du hast noch einen Flussbarsch gefunden. Einer reicht mir, also bekommst du den hier zurück. Du kannst ihn behalten. Oder verkaufen. Wenn du irgendwas fängst, das ich noch nicht habe, sag mir bitte sofort Bescheid. Okay. Ich hab noch was. Gut, dann will er den Barsch nicht. Aber die Bachschmerle. Hier. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, ist eine Bachschmerle. Ja, hab ich gerade gesagt. Ja, darfst du deinem Kumpel schicken. Bitte schön. Oh, es kommt ein Anruf rein. Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Eugen, bist du das? Du rufst genau im richtigen Moment an. Ja, ja. Wie es mit meinem Inselprojekt läuft, alles bestens. Danke der Nachfrage. Ich sorge gerade auf einem Inselchen namens Anywhere dafür, dass die Siedler sich einleben. Einer der Einwohner hilft mir dabei, Exemplare der lokalen Fauna zu sammeln. Wie viele wir schon haben, mal überlegen. Fünf ganz wunderbare Exemplare hätten wir schon zusammen. Naja, was? Wirklich? Naja, das wäre fantastisch. Oh, Verzeihung, ich habe gerade einen Kunden hier, also lass uns alles weitere später besprechen. Es fällt dir früh ein, dass ich vor dir stehe. Tut mir leid, dass du warten musstest. Das war mein alter Freund Eugen, der ein Museum leitet. Er möchte auf unsere Insel umsiedeln, um hier die lokale Fauna zu erforschen. Könntest du mir diesbezüglich noch einmal helfen? Ja, klar. Hey. Da du schon so fleißig für mich gesammelt hast, könntest du eine gute Stelle für Eugen finden.
Er braucht wohl reichlich Platz. Die Fläche sollte etwa so groß sein wie die von einem Zelt. Wie aufregend, das ist ein großer Schritt für unsere Insel. Ja, ja. Darf ich dir trotzdem noch was? Ich darf ihm nichts mehr geben. Okay. Oder möchtest du die Umzugsgebühr bezahlen? Es stehen noch 5000 Meilen aus. Komm am besten wieder, wenn du dir ein paar verdient hast. Okay. Ah, hier ist auch noch was. Der erste Einkauf. Yeah. Ah, ich muss, oh Gott, 5000 ausgeben. Da kann ich noch was machen. Ich versuche jetzt irgendwie Sterne zu finden. Meilen. Ein Museum. Passt, das Museum passt eigentlich besser auf die andere Seite vom Platz hier. Kann ich hier einen Fisch braten? Nein. Oh, was war das für ein Ding? Markierung, ah. Post erstellen. Nein. Hallo ihr Lieben. Sollte erstmal reichen. Ups. Ach da. Genau, noch mehr Meilen. Ich möchte so schnell wie möglich diese 5000 Meilen fertig kriegen. Weil ich wissen will, ob wir dann irgendwie Brücken erlernen können oder so. Ja, hier vergab es auch schon für genug Meilen. Und hier ist das fürs Brett. Cool. Zehn Möbel muss ich aufstellen, so viele habe ich leider gar nicht. Okay. Ja, gut. Hier sind, das kriege ich erst in 2 Tagen. Das kann ich nicht machen, weil ich nicht genug Möbel habe, außer er würde mehrere von derselben Sorte zählen. Dann müsste ich nur welche herstellen. Na, es hat gezählt. Dann lass mich mal sehen. Still. Dann lass uns mal eine Gießkanne herstellen. Aus Holz. Tada! Oh. Das ist das Problem. Ich habe keinen Platz für die Sachen. Geht mein Inventar aus? Da muss ich leider erstmal ein paar Sachen rausschmeißen. So wie die Tiere zum Beispiel. Oh, man kann die übereinander stapeln. Und oh, und man kann von der Seite so reingucken. Das ist ja cool. Aber die nehme ich wieder mit, weil die verkaufe ich. Ist mir gerade eingefallen. Den will ich mal aufsetzen.
Das sind Materialien. Die möchte ich gerne erstmal ablegen. Die lege ich auch erstmal hin. Die kann ich eh nicht verarbeiten. Du bist das allererste Hemd. Das sind Werkzeuge. Ah, gedrückt halten, okay. Ich möchte gern, dass die Werkzeuge hier vorne sind. Und Kräuter. Gut. Erstmal so. Dann basteln wir uns einen Blättchenschirm, falls die Unkräuter reichen. Ich hoffe, die Sachen, die spawnen da nicht draußen. Es gibt noch keinen Schrank gerade. Oh, lass uns den mal herstellen. Hurra! Okay. Oh, da fehlt ein Holz. Hier fehlt Weichholz. Ich möchte gerne etwas verkaufen, Kleine. Dip, 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 dip. Ich verkaufe auch gleich den Schirm. Den kann ich mir immer wieder machen. Das verkaufe ich nicht, weil ich das draußen dann hinlege. Die Schmerle, das verkaufe ich. Den Zitronenfalter behalte ich noch. Den wollte ich ja eigentlich genug geben, aber den will er nicht. 1300, super. Kann ich mir bei dir irgendwas Nützliches kaufen, wie eine Schaufel zum Beispiel? Habe ich gar nicht drauf geachtet vorher. Das will ich erstmal nicht. Angelkescher nicht, nee. Axt nicht, Medizin. Gott, wird man hier krank. Bauanleitung, mein erstes Bastelbuch. Anleitung Schleuder und Wackelaxt. Was ist das? Mit Bastelanleitung. Was ist denn das? Enthält einfache Bastelleitung mit leicht zu beschaffenem Material. Gut, dann nehme ich das. Das interessiert mich jetzt. Was sind denn das für Anleitungen? Mehr erstmal nicht, danke. Ich muss erstmal ein paar Stehnis sammeln, bevor ich welche ausgeben kann. Dann zeig mal, was habe ich jetzt neu bekommen? Ein Strohbett, ein Steinhocker. Dafür brauche ich mehr Unkraut und mehr Stein. Gut, wir fahren also, wir gucken jetzt mal nach Stein, nach Holz und nach Unkraut. Oh, und der Part ist schon wieder so lang. Ein Part ist zwar so lang, aber das ist nicht schlimm. Das will ich heute noch machen. Denn das Strohbett und das will ich dann gleich basteln und auch hier nach draußen hinstellen. Vielleicht kriege ich dadurch ein paar Noobmeilen noch. Das ist das Ziel für heute und dann beenden wir den Part auch. Ich merke schon, das kann durchaus mal passieren, dass ich will eine Schaufel für das da. Das ist doch bestimmt morgen weg, das Glitzernde. Benug will mir einfach noch keine Schaufel geben.
haben wir schon. Kann ich ja verkaufen. Ups, entschuldige. Jetzt. Vorbei. Nein. Es kann bei diesem Projekt, besonders jetzt am Anfang, halt wirklich öfter vorkommen, dass wow. Wir haben einen Geldstein gefunden. Oh nein, die Axt ist kaputt. Wiedersehen, Wackelaxt. Boah. Das wird auch gleich eingesammelt. Das ist cool. Nicht mehr so wie früher. Wow. Cool. Wir haben das gleich hier im zweiten Part so einen besonderen Stein. Nee, das Ding lasse ich dir mal. Normal. Interessant. Was ich sagen wollte eigentlich. Es kann wie gesagt immer passieren, dass der Part dann besonders jetzt zum Anfang halt etwas länger wird als geplant und deswegen werde ich dann den Part, wenn er zu lang wird, in zwei Teile schneiden, nicht dass ihr euch wundert. Das schreibe ich dann aber auch in die Beschreibung rein oder so. Oder im Titel, muss man gucken, im Titel hat ja nicht mehr so viel Platz. Ja. Unkräuter gibt es ja hier massig. Aber Steine nicht. Mist. Was sagst du denn, Norman? Ice Cream. Du machst mal wieder einen richtig fitten Eindruck. Lass uns ein bisschen quatschen. Hey, sportliche Kopfbedeckung. Die ist doch von mir, stimmt's? Ja. Einfach toll, wie das Teil deine Kopfmuskeln zur Geltung bringt. Squirt. Okay. Hier ist ein Ast. Hier ist noch ein Ast. Noch eine Muschel. Ich kann es kaum abwarten, wenn wir da oben hinbauen können. Ich habe auch schon so ungefähr eine Idee, wo ich eine Brücke hinbauen würde. So, mal gucken, ob unser Material jetzt reicht. Unser Ziel ist genug Meilen. Hi. Minuk immer in sein Buch liest. Ja, ich muss ihm hier wohl einen Platz suchen. Ich glaube nicht, dass ich ihn drüben einsuchen kann. Ist etwas doof. Mal gucken. Ach, das können wir machen. Oh, 74 haben wir gesammelt. Gut. Strohbett ist fertig. Yeah. Die Fackel. Auch fertig, hurra! Ich weiß, ich kann das nicht machen, aber was wäre nötig gewesen? Die zwei Holz hatten wir gerade noch, Weichholz fehlt noch. Okay. Und hier fehlt ein Steinhocker. Ja, da fehlt ein Stein. Ach, wir können uns noch eine Axt machen. Ich brauche noch drei Äste. Und ja, ich werde diesen Part jetzt in zwei Teile teilen. Weil er so lang ist. Ich muss noch ein bisschen drauf achten. Dass
mir das nicht so oft passiert. Oh, was haben wir hier? Ein Ventilator. Cool. Ich habe nur Angst, dass hier mal Bienen rauskommen. Danke. Aber deswegen suche ich ja gerade. Ich brauche Äste. Ah, ich dachte, man kann das aufheben. Au. Au, au, au. Voll die Wespen stehen hier. Man kann es trotzdem noch aufheben. Cool. Oh, meine Taschen sind voll. Ja. Dann leg lieber den Sanddollar ab. Aua. Hast du gesehen, Katrin, oder? Hui! Mit deinem Konterfei könntest du kleine Kinder erschrecken. Brah. Sag nicht, du hast gewagt. Hast es gewagt, eine Wespe zu triezen. Die Viecher können echt garstig sein. Am besten nicht kratzen. Oder noch besser, einfach eine Kelle Medizin drüber kippen. Soll Wunder wirken. Ah, deswegen gab es vorhin Medizin. Ein Penny. 100 Sternis. Und da ist wieder das Loch. Ich weiß doch, dass man hier graben kann. Aus älteren Animal Crossing Teil. Ach man. Ich frage mich aber, wo man Steine herbekommen soll. Oder werden oder spawnen die täglich einfach random irgendwo. Oh. Ja, warte. Ich möchte gerne etwas verkaufen. Guck mal. Das Nest behalte ich noch, weil ich nicht weiß, wie selten es ist, ob man das vielleicht sogar für irgendwas gebrauchen kann. Eine Muschel kannst du haben. Noch eine Muschel. Dies. Die Zitronenfalte nicht. Den Ventilator auch nicht. Das auch nicht. Also vier habe ich nicht. Ja, danke. Bank. Ich mache einfach mal alles einzahlen. Oh. Durch eine Art Durchsage oder wie? Soll ich überlegen gerade. Okay. Ein Ventilator. Oh. Das finde ich cool. Ich muss das jetzt hier erstmal alles so hinstellen. Das sieht doof aus, aber... 1, 2, 3, 4 Sachen haben wir jetzt hier stehen. Ich hole mal das Lagerfeuer nach draußen. Laut den Meilen müssen wir 10 Sachen nach draußen stellen. Kommst du mit raus? Du. Ups. Mir gefällt es auch nicht, dass das alles so vollgemüllt aussieht hier. Aber erstmal geht das nicht anders. Wir haben zu wenig Platz drin und für die Lunkmeilen müssen wir das ja eh machen. Mach das bitte aus. Danke.
So, jetzt haben wir 6 Gegenstände noch. Das heißt, uns fehlen noch 4. Ich gucke das aber gleich mal in den Meilen einfach nach. Oh, was? Oh, ich habe 5 Sachen selbst gebaut. Und ich habe Holz gesammelt. Und mir ist ein Werkzeug kaputt gegangen. Und ich habe Bäume geschüttelt. Dann bekam ein Möbelstück. Ah, wenn. Okay. Da. Oh, es fehlt sogar nur ein Möbelstück noch. Das wir ihm hinstellen müssen. Den würde ich ja gerne hinstellen, da fehlt mir halt. Ne? Ah, genau. Ich wollte eine Axt bauen, damit wir noch ein bisschen Holz angeln können. Mit der Axt angeln wir Holz, ja. Genau. Reicht. So. Das werde ich dann auch jetzt zum Abschluss machen. Ich werde noch ein bisschen Holz versuchen zu kriegen. Ach, da habe ich schon. Also mein Ziel ist es jetzt noch zu gucken, dass ich dieses eine Stückchen da fertig kriege. Ich finde es aber interessant, dass man jetzt halt wirklich auch die Unkräuter einsammeln kann. Das ging nämlich in den vorherigen Animal Crossing-Teilen noch nicht. Das Problem ist nur, ich weiß gerade nicht, was für Holz wir brauchen. Haben wir, denke ich, aber genug Weichholz. Ich weiß nur nicht, wo richtiges Holz haben schon. Ups. Es gibt ja Weichholz, Holz und das ist unser Inventar. 5 Holz. Ach doch, ich denke, das reicht. Und ich finde es immer noch schade, dass wir die keine Schleuder hatten und somit nicht ja, unser Dings holen konnten. Ich möchte gerne etwas herstellen. Ja, ein Vogelhäuschen. Tada! Das reicht. Oh, habe ich dafür jetzt auch schon Meilen bekommen? Wieder fürs Herstellen? Das ist gut, umso schneller wir an die 5000 reinkommen, umso besser. Können wir hier was hinstellen? Wäre mal so eine Frage. Auf dem Festplatz geht das nicht, okay. Dann vielleicht hier. Passt doch. Nukon, was hättest du denn gern? Möbelmacher. Ui, 5 Möbel gebaut. Dafür krieg ich 300 Meilen.
Danach 50, okay. Und Landschaftsgestaltung. Yay! Oh, das kriegen wir doch auch noch irgendwie hin, oder? Wir haben fast die 5000. Das will ich jetzt noch schaffen. Wir machen noch einen Design-Kreel. Und ich werde definitiv den Part. Ja. Trennen. Design. Wir sollen ein eigenes Design machen. Ach du Neune. Wie? Ach, da oben. Mit L wechsle ich das. Y wechsle ich die Größe. Okay. Nee. Womit lösche ich es wieder? Rückgängig. Okay. Ach der Neune, was machen wir denn jetzt hier? Ich will einfach nur irgendeins für die Dings haben. Erstmal, soll noch gar nichts großartig werden. Keine Ahnung, einfach irgendwie. Nein. Einfach erstmal nur so ein. So, damit muss ich anders mal später beschäftigen, mehr in Ruhe. Und Muster. Yay. Wie sieht das eigentlich Gesichtsbemalung aus? Ach der Neune. Wie kriege ich das aus meinem Gesicht wieder raus? Oh nö. Ah, okay. So funktioniert das. Das ist gut. Ich dachte schon, wie kriege ich das da weg? So will ich das denn doch nicht haben. Da. Wenn wir Glück haben. Sind das jetzt die 5000 Meilen? Oh, haben wir. Hurra! Luke! Das macht gerade so viel Spaß. Ich bin schon über eine Stunde. Oh. Luke, ich hab die 5000. Am zweiten Tag. Oh, du möchtest die Umzugsgebühr bezahlen? Gerne, es stehen noch 5000 Meilen aus. Hier. Vielen Dank. Das macht exakt 5000 Meilen. Und damit ist deine Umzugsgebühr vollständig beglichen. Welch glücklicher Tag für uns beide. Juhu.
Du lebst schuldenfrei auf einer wunderschönen Insel. Was könnte besser sein? Oh. Das war keine rhetorische Frage. Lass sie mich umformulieren. Wie gefällt es dir in deinem Zelt? Nicht so toll. Oh, tut mir leid, das zu hören. Aber niemand hat ja dir gesagt, dass es leicht werden würde. Und wir tun Dinge auch nicht, weil sie einfach sind, hm? Wir tun sie, weil sie profitabel sind. Aber wenn du es satt hast in einem Zelt zu Hause, ich schätze, ist es an der Zeit, über den Bau von von Eigenheim zu sprechen, ja? Es gibt ein paar Hindernisse beim Bauen an der solch abgelegenen Örtlichkeit und ich fürchte, dass sich das Überwinden dieser Hindernisse direkt auf die Baukosten auswirkt. Und mit null Zinsdarlehen und laxen Rückzahlungsvereinbarung ist alles möglich. Also, Jevi, lass mich wissen, wenn du Interesse an einem neuen Heim hast. Oh, eine Sache noch. Es gibt einen Service zum Einlösen gesammelter Nukmal. Im Nukportal kannst du für deine Meilen eventuell viele interessante Dinge erhalten. Schau es dir demnächst mal an, ja? So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit demselben, mit dem Inselleben. Bekomme ich jetzt selbst dafür wieder Meilen? Ja, tatsächlich. Nochmal 500. Juhu. Wie läuft denn das ab? Ich würde gerne woanders, aber ich brauche dafür einen anderen Platz. Okay. Ich weiß nicht, soll ich das machen? Das Problem ist ja, ich will es ja eigentlich gar nicht da stehen haben, wo sie jetzt steht, sondern ich würde ja gerne woanders was hinstellen. Ich denke noch mal drüber nach. Ja, genau, ich überlege mir das nochmal. Was kann ich hier irgendwas tun? Achso, ja. Ich will eine Brücke bauen. Na gut, zum Abschluss müssen wir wohl das machen. Ne, Quatsch. Nukphone, bitte Karte. Naja gut, dann ist immerhin alles, was öffentlich ist, hier. Aber wo stellen wir das hin? Wie gesagt, ich möchte da nach links oben gerne hinziehen. Oder vielleicht auch da auf die rechte Seite, wenn das da oben doch nicht so schön aussieht. Das muss ich erst sehen, wenn wir eine Brücke bauen können. Gut. Naja gut, dann holen wir uns erstmal einen Platz für ein Museum. Ist ja eigentlich nur noch da unten links. Nicht nach der Karte gehen darf. Hier so irgendwo. Ups. Warte. Falsch gedrückt. Lass uns mal sehen, wie das aussehen würde, bitte. Ganz idyllisch aus. Aber ja, ich möchte es gerne noch ein Stückchen nach oben versetzen. Nicht so nah an den Strand. Hier vielleicht, wenn der Stein da bleiben kann. Ja, der kann bleiben. Ich gucke trotzdem noch mal rein. Jetzt ist der Stein weg. Gut, aber ich mache das jetzt dorthin. Hurra, damit steht der Ort für Eugens Zelt fest. Dieser Platz ist reserviert. Und er hat echt den Stein hier weggenommen. Gut, nicht schlimm.
Hätte ich wohl ein Stück noch weiter nach links müssen damit. Oh. Ah, automatisch gedrückt. Ah, Jibi, hast du eine Stelle gefunden, wo Eugen sein Zelt aufschlagen kann? Ja. Auf dich ist wirklich immer Verlass. Ich werde Eugen Bescheid sagen, dass alles für die Anreise bereit ist. Ja, und ich denke mal, dann wird im nächsten Part... Weiß ja nicht, wie lange das dauert. Ich denke mal, einen realen Tag werden wir wohl Eugen besuchen können. Beziehungsweise erstmal begrüßen können. Dann, wünsche ich euch erstmal einen schönen restlichen Sonntag. Lasst euch nicht unterkriegen, auch wenn momentan überall leichte Krisenstimmung ist. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und bis zum nächsten Mal. Wir werden jetzt hier die Insel erstmal wieder verlassen. Bis morgen. Bis bald.